Tomalin von herzlich willkommen zurück zu einem neuen langen Spiel. Traffic Rider wurde vorgeschlagen und hier ist es. Wir haben verschiedene Spielmodis: Karriere, Endloszeit, Fahren und freies Rennen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Karriere an. Erreiche das Ziel rechtzeitig, $500 als Belohnung und Mission 20 und früher beenden ein Gold, eine Goldmünze. Und hier gibt es anscheinend eine ganze Menge Missionen. Wenn ich das hier so sehe, kann man hier überall lang fahren. Mein Gott, ist das lang. Bis hier hinten hin. Gut, dann einfach mal Go machen und gucken, was uns da so Schönes erwartet. Okay. Ich muss schon dann auf Gas tippen, okay. Achso, drauf tippen, getippt lassen. Easy going. Kein Problem, oder? Liegt dein Geschwindigkeit irgendwo und kannst du Bonuspunkte extra Zeit erhalten, indem du Autos überholst. Ja, klar. Kein Ding. Juhu! Der ist unfähig. Unfähiger Fahrer. Ich muss gleich ein bisschen ruhiger halten. Ich habe übrigens gleich keine Zeit mehr, merke ich gerade. Und ich muss bis zum ersten Checkpoint kommen. No! Okay, fahren wir nochmal von vorne an, kein Ding. Gesamtstrecke, hohe Geschwindigkeit und enges überholen. Egal. Machen wir nochmal, kein Ding. Niu! Das Bremsen nicht vergessen. Ah, wer braucht schon Bremsen? Wer bremst, verliert, das kennen wir doch alle. Also was die Ampeln scheint es ja auch nicht zu geben. 101 km/h. Wow. Okay. War schon etwas schwieriger. Oh mein Gott. War schon etwas schwieriger. Weißt du, bremsen die vor mir? Sind die behindert? Anscheinend. Wow. Okay. Muss man tatsächlich mal bremsen und überlegen, ob man sie jetzt überholt oder ob man jetzt durchkommt oder nicht. Assi! Oh oh oh! Easy, alles klar, kein Ding. So muss das laufen. Ja, so macht man das doch immer, oder? Ich habe das schon so oft auf Straßen gesehen, ich dachte, ich mache das jetzt auch mal. Oh, ich habe schon gewonnen. Nice! Level 2 erreicht! Nice! $200 und nochmal eine Golddings als Belohnung. Und endlos Einbahnstrecke haben wir geschafft. Und eine Bonusprämie nochmal von einem Coin. Schick, Mission erfolgreich, $500. Yes! Easy, oder? Total einfach. Hier sind wir die Bedeutung der Symbole im Karrieremodus. Mission beendet mit Bonus, einfache Mission, schwierige Mission, unmögliche Mission, Mission gesperrt und ausgewählte Mission. Und die Mission haben wir geschafft mit Mission beendet mit Bonus. So, die nächste ist die Orange, eine schwierige Mission, okay. Das ist da unten wieder eine unmögliche, wahrscheinlich müssen wir uns einfach unser Gerät tunen. Die Mission ist schwer, Upgrade empfohlen, okay, dann rüsten wir mal auf. Power-Upgrade wird benötigt, um die Schwierigkeitsstufe dieser Mission zu meistern. Na dann, auf geht's. Haben wir reingehauen, Handling. Zack, nochmal höher. Ja, dann würde ich sagen. Haben wir da eine grüne Mission? Schön, schön, schön. Karriere, Einbahnstraße, Schnellstraße und Abend. Erreicht das Ziel rechtzeitig. Hier steht aber keine Zeit da, oder? Ich habe bisher keine Zeit gesehen gehabt. Huch. Achte auf die Flammenzeit um Karriere. Achso. Achso, man muss einfach da eine 15 Sekunden noch drüber stehen haben. Boah, das ist ja heftig. Also bei mir auf dem iPad sieht es mega dunkel aus, aber ich gucke einfach mal auf meinem PC. Da sieht es ein bisschen heller aus. Ja, schon krass. So Umgebung, ein bisschen viele Windräder, aber okay. Bisschen unrealistisch. Übrigens habe ich gleich keine Zeit mehr, ne? Nur mal so zur Info. Junge, wieder 30 Sekunden dazu für den Checkpoint. Alles klar. Wenn wir sie halt irgendwie knapp überholen, dann kriegen wir auch mal so einen kleinen Bonus, $0,1. Ist jetzt nicht wirklich viel. Na, das wird doch easy, oder? Kein Ding. Bitte, Werbung natürlich, was sonst?
57 Dollar Gesamtstrecke, enges Überholen, hohe Geschwindigkeit für 40,5 Sekunden. Nice. Damit habe ich allerdings nicht die Dings abgeschlossen. Da muss ich wahrscheinlich noch schneller werden später. Was benötige ich jetzt? Ich habe 973, machen wir mal mehr Power wieder. Ja, damit ist das Grüne auch wieder LED, oder die Mission auch wieder grün, also relativ einfach. Erreiche das Ziel rechtzeitig. Na klar, jetzt ist noch Gegenverkehr, alles klar, geil. Oh. Easy, oder? Plus 25 Sekunden wieder. Direkt dran vorbeischrammen. Oh mein Gott. Ich find's hier ein bisschen safer, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, ich wollte gerade durchschrammen und na gut. Dann sind wir vorher schon ins Ziel gekommen. Nice. Die Bike ist bereit zum Verkauf. Warum Verkauf? Unser oder ein anderes? Diese Mission ist schon mal ein neues Bike empfohlen. Eine zur Garage. Gehen wir mal zur Garage. Hier haben wir aber nur 2000, habe ich kein Geld dafür. Achso. Also das können wir uns theoretisch kaufen. Aber ja, haben wir halt kein Money für, ne? 2000, weil ich vorhin noch was anderes gekauft hatte. Diese Mission ist schwer, neues Bike empfohlen, trotzdem spielen. Wir versuchen es mal trotzdem spielen. Mal gucken mal, wie das da so wird. Boah, heftig. Mega dunkel wieder. Guck mal, ob hier vielleicht irgendwas von rechts oder links kommt oder so irgendwann mal. Oh, wir haben 4 Checkpoints und halt ein Ziel. Aber ich denke, das wird zu schaffen sein. Wir sind ja keine Pussys und bremsen auch nicht. Wer braucht sowas schon? Klar, gleich die ersten. Oh mein Gott. Überhaupt nicht knapp und so, ne? Gut, dass er nicht hingeflogen ist. Was ist das denn, Alter? Was ist los mit euch? Ja, sehr ruhig. Okay, das schaffe ich never. Never ever werde ich das schaffen, weil es ist doch dumm, Alter. 4 Dinger nebeneinander. Wie soll man da bitte vorbeikommen? Das schaffe ich nicht mal mit dem besseren Bike. Naja, gerade nochmal so geschafft, ne? 0,1 Sekunden oder so. Was seid ihr für Idioten, halt auf zu bremsen, Mann? Seid ihr behindert? Natürlich seid ihr behindert. Nee, komm, das ist egal. Ach komm, wir lassen das jetzt noch ablaufen, damit wir Geld kriegen wenigstens dafür. Was sind das für Spasten ohne Witz, mal? Guckt euch das mal an! Idiot, ey. Komm, dir fahr ich hinten rein, du Penner. Ah, da Glück, ey. So, wir kriegen 221 Dollar. Reicht aber, glaube ich, nicht für die 2000, oder? Doch, haben wir. Genau, 2008. Garage. Dann werden wir uns das Ding mal kaufen. Ach, die auf einmal ist einfach, ja? Klar, warum nicht? Warum nicht? Also wesentlich bessere Grundwerte hat das Ding. Ich habe das Gefühl, weniger Hooks. Na, wobei. Auf jeden Fall kommt er relativ schnell nach oben vom Speed her. Das ist ja wieder die behinderte Mission. Wir allzu blöd zum Fahren sind. 115 km/h ist das Maximum von der Maschine. Ich glaube, mit der anderen Maschine war es, mit dem anderen Motorrad war es mit Absicht, dass die Autos so beschissen stehen. Guckt euch das mal an, wie easy das jetzt ist. Kannst du mir nicht erzählen, dass das gleich ist. Whatever. Gut, dass ich Motorrad fahre. Das ist schon geil. Boah, der Penner geht rüber. Man hätte es ja probieren können.
4, 3, 2, 1. Oh, wir haben ja 22 Sekunden zu bekommen, alles klar. Jetzt müssen wir erstmal unsere Spitzengeschwindigkeit wieder halten. Oder wieder bekommen. Zwei, eins, no, oh mein Gott! Gerade so noch. Ey, darfst du echt nicht bremsen, sonst hast du verloren das Game. Ich denke, da konnte ich mich jetzt nicht durchquetschen. Na, oh, die nächste ist halt das Ziel, aber jetzt habe ich nicht mehr. Wir können ja gleich mal versuchen, mit dem Video anschauen, ob wir da fortfahren können. So. Fortfahren gratis, um einfach nur um es zu testen. Wir machen den Sound aber ganz kurz wieder aus hier, damit wir uns den Müll nicht auch noch anhören müssen. Aber nur um zu testen, funktioniert es denn oder funktioniert es nicht? Glück to go. Okay, nochmal 15 Sekunden kriegt man dazu. Wow, was ist das denn für ein Idiot? Naja, so, wo ist hier das X da oben? 1478 und Level 4 erreicht. Eigenschaft freigeschaltet, Hupen. Wir haben richtig dicke Hupen freigeschaltet. So, Mission 5 wäre auch wieder einfach und so weiter und so weiter. Ja, ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Angespielt. Wir können natürlich auch noch andere Modis probieren, aber ich denke, das Karriere ist das Einfachste. Oder, eigentlich ist alles das Gleiche. Halt nur andere, hier hat man halt Druck in Vorgaben, das zu schaffen. Endos kann man ganz gechillt, solange fahren, wie man halt ja, überlebt halt. Zeitfahren muss man halt innerhalb einer Zeit schaffen, freies Rennen kaum machen, was man möchte. Gut, ich würde sagen, das war's angespielt gewesen zu Traffic Rider. Wer spielen möchte, in der Videobeschreibung seht ihr Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.